Jo Leute, willkommen hier zur vierten Folge der Union Berlin Karriere. Und heute werde ich den ganzen September simulieren bzw. spielen. Also werden am Ende der Folge hier vor dem Paderborn-Spiel sein. Vielleicht auch am ersten, da muss ich schauen, wie lange die Folge am Ende geht. Und dann werden wir in der nächsten Folge den Oktober machen, danach den November und dann den Dezember. Halt immer in jeder Folge ein Monat. Und ich werde das Spiel gegen den ersten FC Köln spielen, da die halt auch trotzdem ein Aufsteiger sind. Und deshalb werde ich gegen die spielen, weil man da vielleicht einen Sieg holen kann. Obwohl ihr Kader ja schon allein für die zweite Liga richtig gut war, beziehungsweise besser als jeder andere. Obwohl unser Kader ist jetzt auch nicht schlecht. Und es wurde in die Kommentare geschrieben, dass Nicolas ja nicht nur für ein Jahr, sondern für 2 Jahre verliehen wurde. Ist mir da auch danach aufgefallen. Und deshalb werde ich den nach dieser Saison einfach nochmal ein Jahr ausleihen und dann ist das auch wieder alles realitätsgetreu. Und jetzt gibt es das erste monatliche Scouting, meine ich, ist das. Hier mein Abschlussbericht zu Arnold. Okay, das ist viel zu krass. Dann schaue ich mal da rein. Jan Kuhn hat zwar nicht das beste Potenzial, aber schon gutes Rating. Sonst kann man den ja verkaufen. No. Nee. Ah, 28 bis 38, ihn verpflichte ich nur, um zu sehen, was der für ein Rating hat. Und ihn auch nicht, aber bei dem will ich das echt sehen. Was ist der Typ denn für ein Rating? Florian Bauer, der ist in Ordnung. Und dann ein 37er, ah, das ist Florian Bauer, 37er Rating. Also das ist schon ganz stark. Ah, kann da direkt wieder weggehen, aber Jan Kuhn hat eine 60. Ist okay, kann man vielleicht ein bisschen trainieren, dann einfach verkaufen, aber ich werde ihn jetzt erstmal nicht trainieren, wenn er sich irgendwann verbessert, dann werde ich ihn irgendwann mal verkaufen, weil ganz ehrlich so, ist halt eine kostenlose, also nicht ganz kostenlos, aber eigentlich fast kostenlos, eine Million oder so, die du dann am Ende bekommst. Jetzt hier die erste Trainingseinheit, ist okay, 3x C, 2x A, geht in Ordnung. Und jetzt geht es dann auch ran gegen RB Leipzig in der ersten Simulation der heutigen Folge. Nationaltrainerposten. Das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Soll ich Nationaltrainer werden? Ich weiß nicht, ich mache das eigentlich nie, weil ich das irgendwie ja, unnötig finde. Ich finde, kein Vereinstrainer wäre halt ein Nationaltrainer gleichzeitig. Aber vielleicht kann man das ja mal machen. Und ich glaube, ich gebe jetzt mal Unter die Chance von Anfang an. Und dann lasse ich Rapp mal für Hübner spielen. Einfach mal eine junge Innenverteidigung. Da geht es ran gegen RB Leipzig. Und vielleicht kann man da ja einen Punkt mitnehmen, aber auswärts ist das unwahrscheinlich. Vielleicht ja einen Glückstreffer oder einfach gut verteidigen. Jetzt macht aber erstmal Daniel Sturridge, den sie sich geholt haben. Sturridge macht das 1:0. Ah, es sieht schon nicht gut aus. Gegen den Torzimmer wird schwer. Ja, Haidara oder Haidara, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Macht, ich glaube, Haidara macht erst 2:0 und dann werden wir hier wahrscheinlich verlieren. Aber gut, Hartl und Lenz kommen rein. Ah, gut, eine 2:0 dagegen. Ja, aber Leipzig geht in Ordnung. Also, die sind ein Champions League-Team und von daher, das passt. Und wieso ist der FC Bayern auf Platz 10? Also. Nicht, dass ich was dagegen hätte, wenn er auch nur auf Platz 10 landen würde. Ich bin absolut kein Bayern-Fan und absolut kein Bayern-Unterstützer. Ich habe sogar in dieser Saison, als Leipzig Zweiter war, Vizemeister wurde, als Leipzig aufgestiegen ist, ich glaube 2017, glaube ich, war das, ja. Da habe ich sogar eher die unterstützt, obwohl ich das auch schon richtig scheiße finde, auf gut Deutsch gesagt, was mit ihr Konzept da, dass sie so viel Geld bekommen und sie den so hochgekauft haben. Und da habe ich die trotzdem mehr unterstützt als den FC Bayern, weil ich finde, die haben so oft gewonnen. Und ich hoffe, dass Dortmund mit diesen Transfers nächstes Jahr dann gewinnen kann. Und ich würde sagen, ich lasse die Aufstellung trotzdem mal so, außer Rapp, den kann ich vielleicht jetzt Einwechselspieler nochmal bringen. Ingwarzen darf mit für Anderson. Und Richter darf mit für Hartl und Hartl darf spielen für Mees. Ja, das passt. Andrich raus, will den Kader ein bisschen durch. Wechseln, wer jetzt alles mal mitkommen darf. Und dann starte ich auch in das Spiel rein gegen den ersten FC Köln.
Mal vorher schauen, ob die Reitereinstellungen noch alle richtig sind. Ich bin mir nicht sicher. Ja, komm, machen wir so. Einstellungen. Ultimativ. Ja, ist alles noch richtig gut. Weil ich habe halt jetzt. Wann habe ich das jetzt mal gespielt? Ich glaube schon 2 Tage her oder sowas. Und jetzt ja erstmal noch die Trainings anhalten. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Spiel wieder. Jetzt startet das Spiel Köln gegen Union. Ich werde hier aber diesmal durchklicken. Ich habe nicht so viel Zeit, mir das alles anzugucken. Und da ich das alles noch schneiden muss und so, wird das dann hier alles weggecuttet oder werde ich das hier überspringen. Und ich starte jetzt in die Partie und melde mich wieder bei der ersten großen Chance. Ecke von Köln. Höger bringt die rein. Schmiedebach klärt den Ball raus. Risse. Zichos mit dem Schuss. Gikiewicz kariert aber. Gute Parade. Jetzt gibt es hier aber nochmal die Ecke. Höger wieder mit der Ecke. Bringt den Ball rein. Aber rausgeklärt. Und Rudja verliert den Ball gegen Zichos. Jetzt Risse. Nicht gut gemacht. Union, Abdullahi, Schuss aufs Tor, erster gefährlicher Schuss abgewehrt. Jetzt gibt es hier direkt die Ecke danach. Uja nochmal mit dem guten Kopfball abgefälscht. Wieder die erneute Ecke. Diesmal ist der Ball aber rausgeklärt. Somit erstmal die Situation entschärft. Köln jetzt, schöner Ball auf Alsoma. Der hat jetzt die Schusschance, flankt den Ball nochmal auf Mut. Der ist der mit dem Kopfball. Gikiewicz kann den Ball aber fangen. So, die erste Halbzeit ist vorbei. War nicht wirklich spannend. Gab ein, zwei Chancen, aber zum Beispiel ja, keine war wirklich gefährlich. Schussgenauigkeit. Da hat nämlich, da muss man sagen, Union haben wir 0%, weil wir keinen aufs Tor gebracht haben. Ein bisschen schwach, aber ich weiß auch nicht, wo wir 3 Schüsse hatten. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Wüsste ich echt gern. Uja von da und Abdullahi. Abdullahi weiß ich. Und jetzt werde ich auf jeden Fall mal Uja auswechseln. Der hat sich gerade verletzt. Und für ihn mal Ingwert rausbringen, den Neuzugang. Da kann man mal gespannt sein, wie der spielt. Und dann geht es jetzt in Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Jo mit der Konterchance. Harte. Der. Sieht hier das Tempo an. Harte. Pass in die Mitte. Vorher. Rausgehauen. Gut gemacht. Gut verteidigt. Union. Und das könnte echt ein gefährlicher Angriff werden. Ruschnak mit dem Schuss. Und der ist richtig schlecht. Albert Ruschnak mit dem ganz schwachen Schuss. Den hat er komplett vorbeigeschossen. Also, das war echt ein Schuss in den Ofen. Vielleicht jetzt nochmal die Chance nach dem Ballgewinn da, dem Abstoß. Dullahi, also ist ja der Anfang schon spannender als die gesamte erste Halbzeit. Felix Groß, Ball jetzt schön gespielt auf Harte. Dann der erste Schuss von ihm. Erster Schuss aufs Tor, glaube ich sogar. Aber der ist zu zentral auf Horn. Und jetzt macht Union Berlin Druck, aber jetzt werde ich mal Köln mit einem Konter. Also wenn hier was passiert, sehen wir uns da gleich wieder. Und es passiert was. Abdullahi und schon wieder ein unglaublich schlechter Schuss. Und jetzt mal ernsthaft. Wie schlecht schießen die Leute denn da vorne? Das ist unglaublich. Abdullahi, Ruschnak, unglaublich schlecht. Wie kann man den so daneben ziehen? Ich bin sogar extra noch ein bisschen langsamer geworden, damit er richtig Zeit hat. Aber so ein schlechter Schuss. Ich dachte, safe, da steht 1-0. Bei Ruschnak habe ich das auch eigentlich gedacht. Aber gut, somit steht es hier noch 0-0. Und das ist jetzt zu dem Zeitpunkt unverdient. Aber Köln hat ja noch Zeit und kann ja auch noch gute Chancen ausspielen. Konterchance Union Berlin. Ruschnak. Jetzt mal mit dem nächsten Schuss und der ist auch wieder zentral auf Horn und Usala, da hat dann Horn auch gar kein Problem, den Ball da zu halten.
Jetzt gibt es zwei Wechsel bei Union Berlin. Rouschnack tauscht den Platz mit Groß und verlässt dann die Partie. Für ihn kommt Julius Kade, macht sein Debüt, kam von Hertha BSC. Und Marco Richter, der von Augsburg kam, kommt rein für Abdullahi. Also noch ein bisschen mehr Offensivkraft, vor allem wahrscheinlich Torgefahr, die man damit reichen will, oder Torgefährlichkeit, dass man mal einen Ball endlich reinschießt. Die letzte Chance, Kade auf Marco Richter. Der verliert den Ball, Ball im Aus, und damit endet das Spiel 0:0. Das nächste Unentschieden für Union. Und man kann sagen, das ist gerecht. Das Spiel war voller Ballverluste, ungenutzter Torchancen. Also auch ein nicht wirklich spannendes Spiel. Union hat vielleicht viele Schüsse, aber viele schlechte. Köln hat in der zweiten Halbzeit offensiv gar keinen Schuss mehr abgegeben. Die haben offensiv nichts mehr gemacht. Und damit ist aber das dritte Spiel in Folge von Union, was sie nicht verlieren, zum Unentschieden. Und ein Sieg gegen Dortmund. Damit kann ich auf jeden Fall zufrieden sein. Also ein Unentschieden ist jetzt nicht schlecht. Buca verletzt sich für 5 Tage. Aber Rucznak, Abdullahi, also was die abgeliefert haben, da muss ich an der Stelle doch schon mal sagen, was macht ihr da? Also das war so schlecht, was die da abgezogen haben. Es ist unglaublich. Ich habe zentral, ich habe sogar ein bisschen, ich bin sogar langsamer geworden, damit die den Ball reinmachen. Aber irgendwie, Ingwarzen hat sich auch gar nicht gezeigt. Rucznak kommt auch raus, für ihn darf Richter am ZUM spielen. Der kann auch da auch spielen. Nee, kann er nicht. Dann mache ich es aber so. Richter, Tate und Mees darf wieder mit. Für Kade. Andrich bleibt weg. Und dann würde ich sagen, gehe ich in die nächste Simulation rein. Sind ja noch 2 Stück, die wir da vor uns haben. Einmal jetzt gegen Hoffenheim zu Hause. Und es stimmt gar nicht, was Grasser gesagt hat, mit den 3 Spielen gewonnen. Denn wir haben 1 gegen Leipzig verloren. In der Simulation, das habe ich ganz vergessen. Aus dieser Folge sogar noch. Und da macht Hartl das 1:0. Also für die beste Entscheidung, den jetzt als Stammspieler zu lassen. So, jetzt 15 Minuten Kramaric gleicht aus. Verletzt sich aber. Das ist kritisch für Hoffenheim, für uns nicht. Hoffentlich muss der raus und holen, bringen diese Adamian rein. Ist auch ein guter Zweitligastürmer gewesen. Und da ist der nächste Punkt. Also, da kann man sich halt auch nicht beschweren. Wieder ein Punkt, also da muss ich echt sagen, ja, Ingwertsen beschwert sich über seine Einsatzzeiten, aber ein Punkt, wieso nicht? Jetzt noch die Simulation gegen Frankfurt. Da jetzt alles glatt läuft, das wäre natürlich perfekt. Andersson, dann lasse ich Ingwertsen nochmal spielen. Ich mach's mal so, so. Hart nach rechts, Mies rein. Und Flecker kommt mal mit. Richter kommt aber mit. Würde ich sagen. Und Riason und Rapp darf man spielen nochmal für Hübner. Dann passt das. Und dann geht's ran. Ging in der letzten Simulation, in der heutigen Folge, noch am letzten Tag des Monats, am 30. September, gegen Eintracht Frankfurt. Und da spielen wir auswärts. Ich hoffe dann natürlich auf einen Sieg und dann unentschieden, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Haller macht das 1:0. Die haben auch so eine starke Mannschaft, trotzdem noch, auch ohne Jovic. Aber zum Beispiel Suček haben die sich gekauft, hier Eggestein, also muss ich sagen, coole Transfers. Mersado weiß ich jetzt nicht, Turek, auch nicht, Kluivert haben sich geholt. Also ich muss sagen, also die haben 3:0 verloren, da bin ich jetzt nicht eingegangen, aber gut, ne? Die haben schon echt guten Kader. Echt coolen. Also wenn die den echt hätten, mit Kluivert oder Kluivert, dann Eggestein und Suček. Also da kannst du nicht viel mit falsch machen. Das ist hier in der Karriere gut, wenn es jetzt geht. Jetzt siehst du nochmal die letzte Trainingseinheit. Und dann würde ich sagen, war es dann auch mit der 4. Folge der Union Berlin Karriere. Lasst natürlich gern ein Abo da, wie es auch in der Beschreibung steht. Jedes Abo unterstützt mich und vor allem jetzt noch, wenn ich noch so klein bin, da motiviert es einen natürlich richtig sehr. Da denkt man sich, okay, es erreicht jemanden. Also
Wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Aber ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ob das eine Karrierefolge ist, weiß ich jetzt noch nicht. Da kommt es drauf an, wie viel Zeit ich den nächsten Tag habe. Ich sollte jetzt mehr Zeit haben. Das heißt, es kann sogar mal sein, dass ein Tag zwei Videos kommen. Oder längere Videos. Das kommt dann ganz drauf an, da ich jetzt nächste Woche nur... Nee, gar keine Schule habe. Da habe ich nur zwei Tage einen medizinischen... wie nennt man es nochmal? So eine Ausbildung, also wo man so einen Schein macht oder so, der man auch vor dem Führerschein macht. Und dann habe ich danach die Woche Projektwoche, also auch Kurzschule und ein Sportfest und dann ist halt schon Schulende und dann fangen die Ferien an und für da muss ich vorproduzieren. Das heißt, ich weiß doch nicht, ich werde wahrscheinlich ein paar Videos vorproduzieren eher. Da habe ich schon ein Projekt in Planung, was da hochgeladen werden soll, aber ist die Frage, ob ich das schaffe, ob ich das schaffen kann. Vielleicht werde ich auch einfach dann an dem ersten Tag viele Videos hochladen, da ich nicht weiß, ob ich da überhaupt Internet habe. Und da man jetzt, wenn man so klein ist, noch nicht die Funktion hat, mit so wenig Abonnenten, dass Videos zu bestimmten Zeitpunkten hochgeladen werden sollen, ist es halt kritisch, aber gut, ich schaffe das schon irgendwie, werde mir das angucken. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge der Karriere, wie schon gesagt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.